Wer ist das? Das sieht aus wie Fry Dryer. Tatsächlich. Sieht der so aus? Ja, gut, wenn man seinen Kopf so ausschneidet, dann ist es der Fry Dryer. Nichts Gutes für den Fry Dryer als Verbesserung. Nee, den haben wir, den kennen wir. Den wollen wir auf jeden Fall nicht sehen. Und weiter geht's. Noch mehr Gegner. Und noch mehr so große Gegner. Ich werde mal wechseln, um es hier irgendwie zu erleichtern. Wer würde mir das denn gerne erleichtern? Vielleicht der Hotdog. Plitsch, platsch, brennen. Machen wir. Ah, ich treffe sie natürlich gerade so gut. Und ich glaube, sie treffen mich besser. Aua. Nicht so der Gegner dagegen, glaube ich. Das Einzige, was gegen die ganz gut funktioniert, sind die Feuerdinger. Wenn ich mich auflade. Aua, ich bin so tot. na dann gut. So, der ist auch down. Beiseite mit dir. Und jetzt müssen wir erstmal nur noch heil rauskommen hier. Und piu, 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 piu. Nachdem er Double Trouble jetzt gespielt hat, ist es natürlich wieder komplett was anderes. Machen die Augenlaser eigentlich auch vollen Schaden, oder? Ah, jetzt sehe ich auch Elementarschaden, die Procs. Da, okay. Mal 1, mal 4, wenn dann halt... Ich habe, wie gesagt, eben nur zwei rote Glücksräder drin, aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass es mit den roten Glücksrädern funktioniert. Das musste ich aber erst auch mal begreifen und ich glaube, das weiß auch noch nicht jeder von meinen Zuschauern, dass es damit funktioniert, dass wenn man rote Glücksräder ins Glykotronrad legt, eben eine Wahrscheinlichkeit hat, dass Elementarkraftangriffe überall procken. So, hier ist irgendwie keine Abkürzung oder was versteckt. Und da müssten wir jetzt eigentlich auch einen Schatz finden und wieder zurück zum Schiff kommen. Genau. Ah, was ist das nicht? Dieser Tiki-Hut, den ich auf Double Trouble habe? Nofretete-Hut. Okay, 10 kritische Treffer und 10 Elementarkraft. Den hatte ich natürlich... Achso, den hätte ich auch anlegen können. Den hatte ich natürlich auf den anderen Spielplatz, weil wenn ich meine Skylander level, dann natürlich nicht auf Albtraum. Was aber auch daran liegt, dass ich gelesen habe, dass man auf leichteren Schwierigkeitsgrad eh mehr Gold und mehr Erfahrung kriegt. Hübsch. Und es mir das halt auch tatsächlich damit leicht fällt zu leveln und Geld zu farmen auch. Also ein paar Glücksräder rein, dann Kapitel 16 und dann gib ihm. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier mal durch, den durch das nächste auch durch. Und dann da runter irgendwie, da geradeaus. Schnell Ohr. Warten. Und da unten sind schon wieder diese miesen, miesen Gegner. Auf jeden Fall richtig cool gemacht mit den Geister-Idee. Die Kapitelabwechslung ist auch so genial in diesem Spiel. Kann man nichts sagen. Auch als Außenstehender, wenn man es halt nur durch Zusehen sieht und selber gar nicht spielt oder kennt. Es ist so gut gemacht. Komm her, du. Was war hier drin eigentlich? Ah, nur Fressen und eine Schatztour, okay. Ich wusste, irgendwas war da. Ist ja nicht so auffällig unbedingt. So, ich gehe hier einfach mal durch im Man-Mode. Und wo ist der Koloss? Ah, da ist er. Na du? Hast du Bock drauf? Ich nehme mich nicht so. Aber egal. Wir werden schon irgendwann Freunde werden. Vielleicht im nächsten Leben. In diesem nicht. Ja, ja. Stufe 11, seht ihr. Ich habe wirklich noch keinen auf Stufe 15, obwohl ich hier schon so lange spiele. Sau komisch. Dauert voll lange. Ich nie erwartet, dass ich so lange brauche, bis einen auf Stufe 15 zu haben. Mein Double Trouble hatte ich letztens, halt in der vergangenen Woche. Ich glaube, so innerhalb von 3 Stunden auf Stufe 12. Und da war es ein bisschen monoton, da habe ich aufgehört. Es geht, wenn man sich ransetzt,
Aber die Abwechslung fehlt halt. Aua! Böse Chompies. Böse Chompies. Der Schaden von Drobot. Unglaublich. Vielleicht nicht der stärkste, aber auf jeden Fall einer der stärksten. Ich habe jetzt eigentlich, Chompybot, genug von dir. Meine ich auch so. So, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Chompy-Erfahrung lugt ja eh voll, total, gar nicht. Das ist ja gleich null, diese Chompy-Erfahrung. Ja, vielleicht nicht gleich null, aber so gleich zwei oder so. Warum kann der Drobot nicht so wie Double Drubble automatisch Gegner anvisieren und dann einfach im Kreis laufen? Ich geh weg. Minimalistisch soll's doch alles sein, heutzutage. Und wenn ihr euch jetzt auch Bomben, wären ja auch richtig gut, so Bomben einfach auf die Gegner schmeißen. Aua. Mir macht's mal noch gar nicht leicht hier. Ich weiß sogar nicht, auf wen ich zuerst schießen soll. Wer eigentlich schlimmer ist, der Chompybot oder der Koloss? Wahrscheinlich nimmt sich das beides nichts. Ah, okay. Auf jeden Fall, die Kolosse halt nicht so viel aus wie der Chompybot. Tada! Auf jetzt! Ach, die Chompies sind nicht als Gegner oder was? Da geht das Tor schon auf, ohne dass man die Chompies besiegt. Das ist ja gemein, die armen kleinen Jumpies. Wir halten auch gar nicht mehr so viel aus, fällt mir gerade auf. Wir haben nur noch 306. Noch ein Grund, warum man auf Stufe 15 gehen sollte, um mehr Leben zu haben auf jeden einzelnen Skylander. Komme ich hier durch? Nee. Aber jetzt. Wie funktioniert das hier? Einfach durch jetzt. Oh, also. War nicht knapp. Nein, 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 nein. War nicht knapp genug. So, und jetzt müsste auch das Ende des Levels kommen. Jawohl. So, alle Gebiete gefunden, hat er gerade schon gesagt. Versenke das Schlachtschiff, kriegen wir hin. Gegnerziel kriegen wir auch hin. Eine Schatzkiste und ein Flügelsaphir. Und das wird mir bestimmt wieder in der Wiederholung alles auffallen. Ist ja meist so. Oder ihr gebt mir da nochmal Hinweise. Wenn wir das Kapitel dann wiederholen, gucke ich einfach in der Videobeschreibung, wo die letzten Schätze sind. Das hat ja. Bis jetzt klappt das ja eigentlich immer so ganz gut. Dass ihr mir da aus der Patsche helft. Futter gibt's hier. Das ist schön. Ich hätte auch gerne ein paar Bomben jetzt, damit ich halt die Kanone da umkriege. Und ja, ich sehe die Elementarschadendinger jetzt. Aber eben. Braucht man dafür die roten Krafträder und immer wenn ich es probiert habe, das nachzuvollziehen, hatte ich keine drin auf meinem ersten Spielstand. Da habe ich nur Erfahrung und Money drin. Oh, Kieferbrecher und zwei Kolosse. Ich hätte gerne den Kieferbrecher erst down. Weil der halt die ganze Zeit rumhampelt. Die anderen, die großen sieht man wenigstens, aber den. Der springt hier halt über die ganze Map. Das ist ziemlich assi. Wer ist denn jetzt hier gestorben? Der soll mal ein bisschen Essen da lassen. Bomben. Mist, gib mir eine Bombe. Nicht auf den Gegner schmeißen hier. Gib mir die Bombe. Jawohl. So, schnappen wir uns die Bombe. Einmal drauf da. Zap. Nummer 1. Noch eine Bombe. Muss ich die nochmal darauf schmeißen? Sieht so aus. Jawohl. Ich glaube, man muss sich auch gar nicht machen, gerade hier, als die Bomben darauf schmeißen. Die Gegner sind relativ uninteressant, wenn ich mich recht erinnere. Aber man sollte schon die Angriffen ausweichen. So, dann haben wir einmal mit die Popfist die Bombe schmeißen. Der Trank macht also mobil. Oh, keine Bombe mehr. Das ist ja natürlich doof. Das ist eine Bombe. Schieß sie ab. Nicht mich.
schieß sie verdammt nochmal ab. Ich will sie nicht. So, jetzt eine Bombe noch. Und dann habe ich hier auch die Schnauze voll. So, eine dahin. Und wir versenken jetzt das Schlachtschiff. Oder? Machen wir das nicht? Oh doch. Wir warten nicht ab, um es rauszufinden. Verschwinden wir! So, und wie wir es eben schon gesehen haben, fehlt uns natürlich die Zeit-Challenge. Keine Leben verloren. Ja, pah, da komme ich noch nicht drum rum. Und eine Schatzkiste und ein Flügelsaphir. Ich überlege gerade, habe ich gerade im vorletzten Raum, wo die Chompy-Bots waren, habe ich da die Schatzkiste überhaupt geholt? Ich glaube nicht. Ich habe sie doch gesehen. Ich bin so. Aber ich habe sie gar nicht geholt. Hat sie das mit der Schatzkiste geklärt? Aber das mit dem Flügelsaphir, da müssen wir nochmal beim nächsten Mal spielen auf jeden Fall rausfinden, wo die war. Und da müssen wir uns eh erstmal dann nochmal. Ja, wenn wir denn. Ich weiß noch nicht, ob wir das denn machen, wenn wir alle 16 Kapitel durch haben oder kurz davor. Dass wir eben erstmal alle Level abschließen mit allen Schätzen und dann eben die Speedruns angehen. Auch wenn ich da noch nicht so zuversichtlich bin. Es ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ja, und das war's zur heutigen Session. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann in der Vorschau. Tschüss. Bam.